Willkommen, Freunde. Stellt euch folgenden Verlauf der Ereignisse vor. Ihr verlasst euer Auto, um etwas zu erledigen. Schließt das Auto ab, kommt nach einer Weile zurück, öffnet die Tür und dort auf dem Beifahrersitz sitzt ein ungebetener Gast. Wahrscheinlich erscheint diese Situation wie eine Szene aus einem Film. Aber die Geschichte aus unserem heutigen Video ist sehr real. Also, wer ist dieser mysteriöse Passagier und warum war er in diesem Auto? Die Geschichte, die wir euch in diesem Video zeigen, geschah in der amerikanischen Stadt Houston, Texas. Der Morgen des Taxifahrers William Brusso begann wie immer mit Vorbereitungen auf die Arbeit. Aber nachdem er die Nachrichten gehört hatte, änderten sich seine Pläne für den Tag aufgrund einer Sturmwarnung und eines möglichen Hurrikans. Der Mann entschied sich, sich mit Lebensmitteln einzudecken und das schlechte Wetter im Keller seines Hauses abzuwarten. Dafür fuhr er mit seinem Auto zu einem Laden. William kaufte alles Notwendige, um die Naturkatastrophe abzuwarten und kehrte zum Auto zurück. Groß war seine Überraschung, als ein Vogel auf dem Beifahrersitz saß. Es war ein Habicht. William wollte den ungebetenen Gast zunächst vertreiben, doch der Vogel weigerte sich, seinen Unterschlupf zu verlassen. Brusso vermutete, dass sich der Vogel vor dem drohenden Hurrikan versteckt hatte. Obwohl die Naturgewalten noch nicht ihre volle Kraft zeigten, war der Habicht schon sehr verschreckt. Denn Vögel spüren Unwetter im Voraus. Selbst bei einfachen Beobachtungen ist es offensichtlich, dass sich am Vorabend des herannahenden Hurrikans die Zahl der Vögel drastisch verringerte, sagt Dr. Chris Husen, Chefökologe der britischen Stiftung für Ornithologie. Das deutet auf Fähigkeiten hin, Unwetter im Voraus zu hören. Höchstwahrscheinlich ist ein niedriges Brummen der Hinweis für die Vögel. Dieses Geräusch liegt deutlich unter dem, was das menschliche Ohr hören kann. Geräusche in diesem Infraschallbereich verbreiten sich über Tausende von Kilometern und können bis zu einem gewissen Grad als Frühwarnsystem für Tiere dienen, die sie auffangen können. Brusso entschied, den Habicht zu sich nach Hause zu bringen. Dort gab er ihm Wasser und fütterte ihn mit rohen Hühnerherzen. Und so musste William mit seinem neuen Freund eine der schrecklichsten Nächte seines Lebens verbringen. Der Hurrikan Harvey brach in der Nacht zum 26. August über Texas herein. Harvey ist zusammen mit dem Hurrikan Katrina von 2005 der verheerendste tropische Wirbelsturm des Atlantischen Ozeans in der Geschichte der meteorologischen Aufzeichnungen. Durch den Hurrikan, der mehrere Tage tobte, starben mindestens 83 Menschen. Wegen der Überschwemmungen in Houston gab es häufig Fälle von Plünderungen, sodass zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangssperre verhängt wurde. Als das Unwetter abflaute, beschloss Brusso, den Habicht, dem er den Namen Harvey gab, freizulassen. Aber der beeilte sich nicht, den Menschen zu verlassen. Der Mann schrieb auf seinem Profil, er verstehe nicht, warum der Vogel ihn nicht verlassen wolle. Ich scheuche ihn, aber er fliegt nirgendwo hin und ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Er ist nicht verletzt. Mir scheint einfach, dass ihm meine Gesellschaft gefällt. Schließlich brachte Brusso den Vogel ins Rettungszentrum für Wildtiere. Dort wurde Harvey untersucht. Er war vollkommen gesund. Unsere nächste Geschichte handelt auch von einem Habicht, der ebenfalls von einem Mann gerettet wurde. Der Mann fand den Vogel in der Werkstatt eines Unternehmens in der ukrainischen Stadt Uschgorod. Der erschöpfte Raubvogel zeigte keine Aggressionen gegenüber den Menschen, aber er trank gierig Wasser. Bis zum Ende des Arbeitstages saß der taubengroße Vogel neben seinem Retter und hatte nichts dagegen, als der ihn mit nach Hause nahm. Im Gegenteil, er saß fest auf der Schulter seines neuen Freundes und versuchte nicht wegzufliegen. Vielleicht weil der Jungvogel noch nicht richtig fliegen konnte. Insgesamt verhielt sich der Habicht friedlich und ließ sich sogar streicheln. Wasser trank er nur aus dem Wasserhahn. Er mochte auch frische Milch, erzählt sein Retter. Er hat fast nichts gefressen. Er probierte nur etwas gekochtes und zerkleinertes Fleisch. Offensichtlich war er an die Delikatessen seiner Mutter gewöhnt. Wir hatten gehofft, dass er bald beginnen würde zu fressen, fliegen zu lernen und dann in den nächsten Wald fliegen würde. Aber der Habicht ist früher als erwartet verschwunden. Der Habicht verbrachte die Nacht im Haus und saß tagsüber im Hof, in einem offenen Käfig, erzählt der Mann weiter. Am zweiten Tag flog er auf einen hohen Kirschbaum, sprang von Ast zu Ast, erreichte die Baumspitze und versteckte sich dann wieder vor der Sonne im Schatten der Krone. Plötzlich erschien ein großer Habicht über dem Kirschbaum, der den Jungvogel mit den Fängen aufnahm und in den Wald hinter dem Fluss trug. Ich hoffe, das ist das Happy End, von dem wir geträumt haben.
Habichte gehören zu den Greifvögeln und heute werden alle Vögel der Familie der Habichtartigen so genannt. Dies sind schlanke Vögel mit kurzen, breiten, gekrümmten Flügeln und langem, geraden Schwanz. Sie haben Fänge mit Krallen und einen scharfen Hakenschnabel. Eine Besonderheit sind die weißen Augenbrauen über den Augen, die sich im Nackenbereich verbinden. Weibchen sind in der Regel größer als Männchen. Ihr Gewicht kann bis zu 2 Kilogramm bei einer Körperlänge von 60 bis 65 Zentimetern und einer Spannweite von mehr als einem Meter erreichen. Übrigens gibt es in einigen Regionen und Ländern keine braungefiederten, sondern fast schwarze Vögel. Habichte bewohnen hauptsächlich alte Reliktwälder, da sie aus den offenen Gebieten von Jägern verdrängt werden, die sie abschießen. Sie ernähren sich von Kleinvögeln und kleinen Säugetieren, denen sie von einer Anhöhe oder aus der Luft auflauern. Habichte sind für ihr hervorragendes Sehvermögen bekannt. Während sie in der Luft segeln, halten sie aus mehreren Kilometern Höhe nach Beute Ausschau. Auf der Suche nach einem Opfer stößt der Vogel blitzschnell nach unten und fasst es mit seinen kräftigen, zupackenden Fängen. Während der Jagd konzentriert sich der Habicht so sehr auf die Beute, dass er manchmal auf seinem Weg Hindernisse wie einen Baum, ein Haus oder sogar einen Zug nicht bemerkt. Dabei müssen diese Vögel nur einmal alle 2 oder sogar nur alle 4 Tage jagen. Denn ein Teil der Beute wird in einer speziellen Tasche ihres Magens gespeichert. Interessant ist, dass im alten Ägypten das Bildnis dieser Vögel verehrt wurde, da die Augen des Habichts den Mond und die Sonne symbolisieren und die Flügel die Himmelsfläche sind. Eliteeinheiten slawischer Leibgarden setzten das Bild des Vogels, der Mut, Macht und absolute Unbarmherzigkeit gegenüber den Feinden bedeutete, auf ihre Banner. Habichte sind überwiegend tagaktiv. Der Schrei des Vogels ähnelt einem Kreischen, das manchmal in ziemlich niedrige Schwingungen übergeht. Männchen und Weibchen bilden ein lebenslanges Paar. Die Familie hat ein eigenes Revier von bis zu 3000 Hektar. Das Nest wird auf den höchsten Bäumen in 10 bis 20 Metern Höhe gebaut. Beide Elternteile kümmern sich um die Brut. Das Weibchen legt normalerweise einmal im Jahr 2 bis 8 Eier. Die Küken schlüpfen nach einem Monat und werden nach 2 Monaten flügge. Die Geschlechtsreife wird im Alter von einem Jahr erreicht. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Natur beträgt 15 bis 20 Jahre. Das war's für heute. Teilt eure Eindrücke von der heutigen Ausgabe in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und bis bald!